Jesus sagt, lasst euer Licht in diese hoffnungslose und dunkle Welt leuchten. 8. August 2015. Worte von Jesus durch Schwester Claire. Gesprochen von Jackie. Claire begann. Ich fing an, indem ich sagte, Herr, was denkst du im Moment? Jesus antwortete, was ich denke? Nun, wie wunderschön du bist und dass du eine wirklich schlimme, hässliche Phase durchlebst. Eine Verurteilung um die andere. Ich habe dich beobachtet, wie du über Tage hinweg gekämpft hast. Und ganz ehrlich, ich möchte, dass dies aufhört. Ich bin es leid, dich vom Feind besudelt zu sehen. Claire, wirklich, es hat dich erschöpft. Ich will, dass dieser Selbsthass aufhört. Du bist einzigartig und wunderschön für mich, nicht einzigartig und hässlich, wie der Feind dich glauben machen möchte. Im Augenblick kommt eine ernsthafte Verurteilungswelle über meinen Leib, in einer Bemühung, jeden Teil zu lähmen. Ich muss euch warnen, meine Bräute, dies kommt nicht von mir. Dies ist nicht meine Überzeugung, es ist die Verurteilung des Feindes und der Plan ist, euch zu schwächen. Eure Schönheit und euer Wert liegt nicht in der Sphäre dieser Welt. Nein, sie ist außerirdisch. Nicht im geläufigen Sinn, sondern im himmlischen Sinn. Jedes einzelne von euch ist einzigartig, wunderschön, stark, mit Gnade angefüllt und Ehrfurcht gebietend wie bannerführende Truppen. Als er das sagte, wurde ich an das erste Lied erinnert, das Ezekiel und ich geschrieben haben über das Hohelied Salomos. Eine der Linien im 6. Kapitel lautet: O meine Liebe, du bist so lieblich wie Tirza, lieblich wie Jerusalem, furchteinflößend wie eine bannerführende Armee. Wende deine Augen von mir, denn sie überwältigen mich. Deine Haare sind wie eine Ziegenherde, die vom Berge Gilead herabzieht. Als ich dies las und wusste, dass Jesus daran dachte, ließ es mich seufzen. Ich war irgendwie weggetreten und sagte, Das sagst du immer, wenn du nicht weißt, was du sonst sagen sollst. Du kennst mich gut, Herr. Nun, du bist so wunderschön wie eine bannerführende Armee und deine Augen überwältigen mich. Meine Bräute, ihr seid viel zu sehr eingetaucht in die Verurteilung der Welt. In der Welt wird eure Gestalt vor mir laufend herabgestuft. Ihr werdet von Kindheit an so viele falsche und fehlerhafte Dinge gelehrt, betreffend Schönheit, dass ihr gelernt habt, euch selbst zu verurteilen und euch selbst herabzustufen, bevor ihr erkennt, was ihr getan habt. Nicht, dass ihr umhergeht und eure physische Schönheit zur Schau stellt. Nein, um das geht es überhaupt nicht. Aber ihr wurdet niemals gelehrt, was ich an einer Seele wertschätze, die wahre Schönheit einer Seele. Als Resultat vergleicht ihr euch immer wieder mit den schönen Menschen und dann fühlt ihr euch absolut hässlich. In meiner Realität seid ihr alle atemberaubend schön und ehrfurchtgebietend wie bannerführende Truppen. Ja, ihr seid geschmückt mit meiner Gnade, die für die Welt unsichtbar ist, aber vollkommen wahrnehmbar für die Bewohner des Himmels. Wenn ihr nur die Tiefe und Weite der Gnade sehen könntet, die euch umgibt und in euch wohnt, könntet ihr entspannen und euch jene Schätze zunutze machen und euch um Seelen kümmern. Was ich euch mit dieser Botschaft verständlich machen möchte, ist, dass ihr eine Karawane seid, die mit aromatischen Gewürzen, Saphiren
und Gold beladen ist. Wenn ihr auf andere Seelen zugeht, die mich nicht kennen, ist da eine gewisse königliche Eigenschaft in eurer Person, als Folge meiner Gegenwart in euch. Seelen können fühlen, dass es da einen seltenen Schatz gibt, verborgen im Innern, jedoch nicht fassbar für sie. Meine Wunderschönen, ihr seid voller Gnade und Schönheit und so höchst begehrt und geschätzt von mir. Was ihr habt, leuchtet aus eurem Innern hinaus, wogegen das, was die Welt hat, äußerlich scheint, aber innerlich ist es tot. Ihr dürft euch niemals mit den Berühmtheiten dieser Welt vergleichen, die schön und geschickt sind, ihre äußere Schönheit leuchten zu lassen, aber innerlich sehr wohl geistig tot sein können. Was ich sehe, wenn ich auf einen Mann oder eine Frau blicke, ist ihr inneres Licht. Ob es hell leuchtet, kaum flackert oder gar nicht existiert. Wenn ihr niedergeschlagen seid von diesem falschen Gefühl, hässlich zu sein, neigt ihr dazu, euch zurückzuziehen und jenes Licht nicht auf andere leuchten zu lassen. Lieber rennt ihr und versteckt euch, und ihr seid einfach davon zu überzeugen, aufzugeben. Und ihr seid schwach in eurer Entschlossenheit, andere zu berühren. Dies wird im Augenblick gegen euch genutzt. Teil der Erschöpfung, die ihr gefühlt habt, ist Entmutigung durch ungesunde Selbsterniedrigung. Der Feind nutzt dies in zweifacher Weise. Wenn ihr euch äußerlich hässlich fühlt, haltet ihr euch von anderen fern. Und das Schlimmste ist, dass ihr euch auf euch selbst, anstatt auf mich, oder auf Seelen fokussiert, die ich euch sende. Es ist sehr effektiv, euch davon abzuhalten, anderen eine Hand zu reichen. Wenn ihr euch schön und inspiriert fühlt, seid ihr kontaktfreudig, selbstsicher und bereit zu geben. Dies ist, wie ich möchte, dass ihr euch selbst seht, nicht als abgelaufene alte Weinschläuche, bereit weggeworfen zu werden. Woher, du triffst immer den Nagel auf den Kopf. Ja, nun jener Nagel hat dich hinuntergedrückt und dich veranlasst, aufgeben zu wollen. Und du warst 2 Tage übermäßig aktiv in der Welt. Dies hat seine Auswirkungen, meine Liebe. Wenn du das lebendige Wasser weitertragen willst, musst du deine Interaktion mit der Welt mäßigen. Ich weiß, dass einige Dinge nicht vermieden werden können, und ich kenne auch deine Abneigung, in die Welt hinausgehen zu müssen, sehr wohl. Aber ich spreche jetzt zu all meinen Bräuten, zu meinem Leib, zu Männern und Frauen. Lasst euch nicht von weltlichen Eigenschaften wie Persönlichkeit, Erscheinung, Leistung und Präsenz einschüchtern. Nein, lasst nicht zu, dass euch dies entmutigt, mein Licht in die Welt hinauszutragen, während der kurzen Zeit, die euch noch bleibt. Wie es in Matthäus 5, 14 und 15 geschrieben steht: Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt auf einem Hügel kann unmöglich verborgen bleiben. Noch zündet irgendjemand ein Licht an und stellt es unter einen Korb, sondern auf einen Leuchter. Und so gibt es allen Licht, die sich im Haus befinden. Ich möchte euch immer mehr mit meinen Gnaden anfüllen, bis zum Überfließen. Vieles in euch ist erschöpft und verletzt. Mein Heilmittel dafür ist mehr Zeit mit mir. Erlaubt mir, über euch zu singen, euch zu halten, eure Anbetung zu empfangen, und ich werde immer mehr von mir selbst in euch gießen. Und ihr werdet euch aus eurem geschwächten und erschöpften Zustand erheben und das Licht meiner Liebe in diese verletzte Welt hinaustragen.
Denk daran, such nach jenen, die gebrochen und verletzt sind, jene, die den Balsam meiner Liebe brauchen. Sie sind die Früchte, die reif sind für die Ernte. Sie sind jene, die ich erretten möchte, bevor die Türe der Arche schließt. Ihr seid wunderschön für mich, meine Bräute. Geht hinaus und lasst euer Licht in diese dunkle, hoffnungslose Welt leuchten. Möge das Öl der Freude und Zufriedenheit euren Gesichtsausdruck erhellen, während ich euch mit meiner Anerkennung und Liebe anfülle.